Du wart so eine Weile. Danke. Ich bin irrsinnig gespannt, wie jetzt dran geht. Wahrscheinlich der, der die schwächsten Nerven hat. Meinst du? Ich gehe schon. Kolci? Ja? Ist gut, danke. Ich soll dir sagen, dass der Fotograf um 12:30 kommt. Ja, was für ein Fotograf? Ach, die wollen ein paar Familienbilder für die Wahlillustrierte. Das ist ja reizend. Und das erfährt man erst ein paar Stunden vorher? Zeit genug. Du hättest vielleicht daran denken können, dass ich zum Friseur muss. Sag deiner Mutter, dass sie blendend aussieht. Du siehst blendend aus, Mama. Von dir? Für die Schuhe. Danke. Was ist denn los? Ein Einschreiber. Moin, Messer. Wieder kein Nobelpreis in Aussicht. Trotzdem hätte ich gerne ein Autogramm von Ihnen. Für den Fall, dass Sie doch noch berühmt werden. So, na dann bis zum nächsten Mal. Moin. Moin. Soll ich aufmachen? Ich weiß sowieso, was drinsteht. Sehr geehrter Herr Ziegenhals. Wir haben Ihr Manuskript mit Interesse gelesen. Leider sehen wir keine Möglichkeit. Ihre Arbeit im Rahmen unseres Verlagsprogramms. Arschlöcher. Diese Lektoren sind doch alles Arschlöcher. Nicht doch, Junge. Irgendwann klappt es. Irgendwann mal geht auch ein Arschloch auf Urlaub. Zufällig. Irgendwann gehen alle Arschlöcher mal auf Urlaub. Morgen, Herr Professor. Pfarrer Kronert, wie geht's? Ich wollte morgen mal in die Sprechstunde kommen. Schwierigkeiten? Ja, die Dissertation. Ich komme da irgendwie nicht weiter. Das werden wir schon hinkriegen. Wiedersehen. Danke, Herr Professor. Ein politisch denkender Wissenschaftler. Also, wir sehen uns dann. Nicht heute, ich habe keine Lust. Und wenn die Katze kommt, gib ihr ein bisschen Dosenmilch. Dass sie wieder die Scheißerei kriegt. Die scheißt ja sowieso, wohin sie will. Morgen. Morgen. In unserer Sendereihe das politische... Hörten Sie eine Besprechung des soeben erschienenen Werkes von Professor Rüdiger Kolczyk, Thesen über den Zerfall sozialer Systeme. In Kürze hören Sie Wirtschaftsnachrichten. Guck mal. Schick, nicht?
Nein. Ich habe heute das Zimmer gekündigt. Gekündigt? Wo willst du denn hin? Weg. Was heißt weg? Na, weg ist weg. Ich gehe irgendwo hin, wo mich niemand kennt. Ich mach Schluss. Glaubst du selber nicht? Ich habe mir immer gesagt, nach 3 Jahren machst du Schluss. 3 Jahre getigert, 10.000 Mark im Jahr übrig, mach 30.000 Mark und damit kann man Schluss machen. 30.000? Mhm. Naja, wenn man 30.000 hat. Und du? Was ist mit mir? Willst du nicht auch mal raus? Warum fängst du nicht wieder an? Wenn man mal was anfängt, dann hört man nicht mehr auf. Haha. Quatschkopf. Scheiße, wenn du abhaust. Morgen, Mietze. Morgen. Hast du das Klingeln nicht gehört? Nee. Besuch für dich. Was? Jetzt schon? Ja. Alter Stammkunde. Mensch, und ich hab mir noch nie mal die Zähne geputzt. Ich denke, du willst Schluss machen. Warum soll sie denn wegrennen, wenn ihr einer das Geld nachträgt? Willst du seinen Stängelhart? Gib ihm Bier von Engelhart. Ach, du bist. Ich dachte, du kannst nicht wirklich. Ich sage ihn, ich schnell muss zum Arzt. Na, dann wollen wir ihn mal gesund machen. Morgen, schönes Kind. Guten Morgen, Herr Professor. Na? Wie war's Wochenende? Ach, das Übliche. Ich wollte am Samstag. Ist die Post schon da? Nein, aber die Exemplare vom Verlag, die Sie signieren sollen. Ich bin gerade beim Auspacken. 100 Stück. Da. Ganz gute Aufmachung, oder? Haben Sie heute Morgen die Buchbesprechung im Radio gehört? Nein, ich habe nichts gehört. Warten Sie, ich habe es mitgeschrieben. Ein politisch denkender Wissenschaftler, der uns einen klaren Weg ins 21. Jahrhundert weisen kann. Ein Intellektueller mit Charme, mit Charisma und einem ausgeprägten Sinn für Stabilität und Integration. Ich sag Ihnen, das ist bestimmt ein soziologischer Bestseller. Darauf müssen wir anstoßen. Ich habe schon alles vorbereitet. Wenn Sie mal die Gläser halten würden. Ich freue mich ja so für Sie. Danke. Stimmt es eigentlich, dass man Sie für Bonn vorgeschlagen hat? Ich bin besonders erfreut darüber, dass einige junge Freunde zu uns gekommen sind. Alles hier meine politischen Freunde. Erörtern wollen. Wir wollen hier frei sprechen. Heiße Eisen. Ist ganz gut, dass du dir das mal anguckst. Das macht jetzt schon 50 Jahre. Wir wissen alle. Und was hast du davon gehabt in den 50 Jahren? Ich habe immer gewusst, was los ist. 28 zum Beispiel, Hitler. Ich wusste genau, was das für ein Stolz ist. Und was weißt du jetzt? Mensch, Junge, du könntest doch bei uns was werden. So Ortsvorsitzender oder Sektionschef. Für einen Armendendruck. Einmal zahlt sich alles aus. Mir geht's gut so, wie es mir jetzt geht. Ja, guck nicht so blöd. Mir geht's gut so. Aber wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass niemand bei uns hungern soll. Hallo, der Bernd. Der große Hohenberg. Wie schön. Studierst du, ne? Ich habe eine Weile ausgesetzt. Und du? Ich könnte es nächstes Jahr schaffen, wenn mir die Politik genügend Zeit dazu lässt. Hohenberg ist einer unserer aktivsten. Große Klasse. Ja, ja, so sieht man sich wieder. Hm. Sag mal, du könntest mir eigentlich einen Gefallen tun. Ich muss ein Referat schreiben, Seminararbeit. Das Verhältnis von Bürokratie und Demokratie bei Max Weber. Hier ist sehr viel Material. Weißt du, damals, als ich in Amerika war, vor 3 Jahren, Durham, North Carolina, habe ich eine Menge Unterlagen gesammelt. Ordnen, ergänzen, runterschreiben, das ist alles. Was spuckst du aus dafür? Und wir glauben, 200, bin nämlich ziemlich blank. Das ist sehr viel. 50. 50 jetzt, 100 bei Lieferung. Ich muss jetzt. Na siehst du, schon zahlt es sich aus. Du glaubst doch nicht, dass ich diesem Karriere-Soze die Socken stopf. Sag mal, willst du nicht oder traust du es dir nicht mehr zu? Wir müssen natürlich mit diesem Problem. So, Lautenschläger und Meisenburg. Und ein Buch von Kolschick. Hm, Kolschick ist immer gut. Doktorarbeit aus dem Jahr 52.
Bitte schön. Danke. Das reicht fürs Erste. Was soll ich damit? Das sind die Einladungen für die nächsten beiden Wochen. Absagen. Absagen. Sehr freundlich und dass es mir sehr leid tut. Ja. Hier sagen Sie zu. Fragen Sie aber vorsichtshalber, ob es was zu essen gibt. Gehen Sie allein oder mit Ehefrau? Natürlich mit Ehefrau. Also dann mit Ehefrau. Herr Professor, kann schon jemand reinkommen? Haben wir denn schon Sprechstunde? Ja, 10.30 Uhr. Ja, lassen Sie ihn rein. Bitte, kommen Sie ruhig näher. Kann ich Ihnen helfen? Habe ich mir schon Ihren Namen notiert? Ich heiße Bernd Ziegenhals. Ziegenhals ist ein kleiner Ort im Süden. DDR. Ich weiß. Früher haben wir öfter Ausflüge nach Ziegenhals gemacht. Von Zeuthen aus. Möglich. Tja, können wir jetzt vielleicht zur Sache kommen? Angefangen hat es wohl 51. Was hat angefangen? Wissen Sie, das ist gar nicht so einfach. Ich habe das noch nie gemacht vorher. Bin gewissermaßen Anfänger. Dann sagen Sie schon, was Sie wollen. Ich habe einen Freund, der studiert Soziologie. Sie nicht? Ich habe früher mal bei ihm gehört. Ich habe es dann wieder aufgegeben. Möchten Sie meine Übungen wieder besuchen? Schon sein. Ich habe einen Freund. Der Soziologie studiert, ja. Und dieser Freund hat man Sommer in Amerika verbracht. Stipendium. An der Duke University in Durham. North Carolina. Erkennen Sie doch. Tja. Und aus Durham hat sich mein Freund die Kopie einer Arbeit mitgebracht. Von 1949. Der Autor heißt Charles Emery. Emery hat damals eine Arbeit mit dem Titel Social Changes on Patton's Landing verfasst. Und Sie, Herr Professor, haben die Arbeit als Dissertation vorgelegt. Wortwörtlich übersetzt. Sie haben also Ihre Doktorarbeit gefälscht. Text der Promotionsordnung.
Der Doktorgrad kann nach Maßgabe des Gesetzes entzogen werden, wenn sich herausstellt, dass er durch Täuschung erworben ist. Wie viel verlangen Sie denn? Schön, dass Sie so vernünftig sind. Das kann sich ändern. Das ist mein Problem. Haben Sie das wirklich nötig, Herr Ziegenhals? Am besten, wir lassen die Sprüche. Sie waren doch immer so stolz auf die Logik in Ihrem Denken. Wissen Sie, wie meine Logik aussieht? Ich habe keine Lust, zugrunde zu gehen. Ich habe auch keine Lust, Tag für Tag als sogenannter Selbstständiger zu schuften, Currywürste oder Hosenträger zu verkaufen. Ich habe, um es mit Ihren Worten auszudrücken, die mittelständischen Werte nicht genügend internalisiert. Ich möchte das Leben ein bisschen genießen. Ich hasse Sie genauso wie Sie mich, glauben Sie mir. Aber wir werden das neutralisieren. Wie viel verlangen Sie? 10.000. Sofort. Sozusagen als Brautgeld. Und dann 1.500 monatlich. Pünktlich auf ein Konto, das ich Ihnen noch nennen werde. Kleine Fische für Sie. Wie lange? So lange, bis Ihr Ehrgeiz auf dem Nullpunkt ist. Und Sie zur Polizei gehen können. Das kann bis zum Jahr 2000 dauern. Umso besser für mich. Aber bis dahin, mein Lieber, wird einer von uns beiden auf der Strecke geblieben sein. Darauf können Sie Gift nehmen. So, ich habe jetzt zur Arbeit. Okay. Einer von uns beiden. Verdrück die Träne nicht in deinem Auge. Du hast die Tränen ja um mich geweint. Gestatte, dass ich diese Träne sauge, dass sie mit meinen Lippen sich vereint. Also denn, auf dein Wohl, mein Junge. Und denk immer daran, die Nieren tüchtig zu wässern. Und vergiss uns nicht. Wo ziehst du denn nur hin? Grunewald. Zwei Zimmer mit Küche und Bad. Grunewald? Eine vitaminreiche Gegend. Ich besuch dich mal. Ach, das sagen sie alle. Komisch. Ich habe noch nie was hier erbt. Ich musste immer nur zuzahlen. Fein sehen. Na, Zicke. Kalle. Das ist aber eine Überraschung. Tja, da bin ich wieder. Was willst du denn hier? Nizi da? Nee, arbeitet. Du siehst gut aus. Sie hat dich ganz gut ernährt, was? Sie ist wirklich nicht da? Nee. Na ja, dann. Tschüss. Ja. Ja. Wo warst du denn? Es ist ja schon 2:30. Spazieren.
Morgen, Herr Ziegenhals. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja. Oh, klasse. Wenn ich Sie so ansehe, muss ich immer an meinen Jungen denken. Na, eine Tochter werde ich Sie wohl kaum erinnern. Der war 19, wie er in Russland gefallen ist. Wie alt sind Sie denn? 28. 28. Ja, er war 19, in Russland, bei Dniepropetrovsk. Mein Mann ist vor einem Jahr gestorben. Tja, ist jetzt viel Platz hier. Vielleicht wissen Sie noch jemand, der ein Zimmer braucht. Nee, ich weiß keinen. Na ja, hätte ja sein können. Schmeckt's? Prima. Guten Tag. Tag. Was gibt's denn? Störe ich Sie? Tja, kommt drauf an. Ich suche meinen Neffen, Bernd Ziegenhals. Tut mir leid, der ist gestern umgezogen. Wohin ist er denn umgezogen? Sie würden mir wirklich sehr helfen. Ja, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Kommen Sie doch bitte mal rein. So. Hier habe ich es. Moment. Ist ein ziemlich feiner Pinkel geworden, Ihr Neffe. So. Grunewald. Grunewald? Ja. Wissen Sie, mir ist da einiges zu Ohren gekommen. Wir hatten schon immer ein bisschen Kummer mit Bernd. Was? Sie wissen nicht zufällig, ob er mal Ärger hatte mit der Polizei oder so. Polizei? Nee, ich weiß von nichts. Ich bin nur ein Mann, ich will meine Ruhe haben. Bernd ist umgezogen, mehr weiß ich nicht. Was wollen Sie denn von Zicker? Wohnen Sie auch hier? Ja. Ja, dann würde ich mich ganz gern mal mit Ihnen unterhalten. Gerne. Bitteschön. Witzi! Schon gut, Opa, reg dich nicht auf. Bitte. Na, nehmen Sie Platz. Oh, Entschuldigung. Na? Ich möchte meinem Neffen aus gewissen Schwierigkeiten heraushelfen. Ah. Ich wusste gar nicht, dass er hier einen Onkel hat. Sind Sie mit ihm befreundet? Halt den Mund, Michi! Ist ja gut, Opa! Also, was wollen Sie wissen? Michi! Können Sie ihm nicht sagen, dass er aufhören soll? Mach ich. Nun sei doch mal ruhig, Opa. Wir wollen doch hier eine Nummer machen. Ist doch gar nicht mal gelogen, siehste. Wollen wir? Tja, ich dachte, wir wollen uns über Ziegenhals unterhalten. Können wir doch. Können wir uns nicht woanders treffen? Ich muss zurück in mein Büro. Wann und wo? Heute Abend vielleicht. Mhm. U-Bahn-Station Schlesisches Tor. Aha. Sagen wir mal 11. Mhm. Was? Protzel? Ja, Protzel. Kalle? Kalle, ja. Ich denke, der sitzt. Nee, der läuft wieder. Wie, seit wann? Na, wegen guter Führung so, verstehst du? Gute Führung. Ja, und du, was ist mit dir? Warum machst du so auf depressiv? Ich denke, ihr wart mal verlobt. Eben. Verstehe ich nicht. Warum dir die Muffe geht wegen dem? Ach komm, du scheißt dir ja schon Senf, wenn du überhaupt nur siehst. Was soll denn sein? Gehst halt hin, holst dir mal einen runter. Schon ist er wieder friedlich. Mann, bist du doof. Der will, dass die weitermacht. Anschaffen, Kohle, verstehst du? Da kommt er. Hallo, Kalli, ich bin jetzt ein Mensch. Spinnst du? Thank you.
Zimmer. Das war mal das Zimmer von meinem Jungen. Naja, Schreibtisch, Bett, Schrank. Mehr brauchen die jungen Leute ja nicht. Ach ja, das Bad ist im Flur vorne rechts. Wollen Sie es sehen? Nein, danke, nicht nötig. Ich nehme das Zimmer. Am besten, Sie geben mir den Schlüssel gleich mit. 200 Mark. Mit Bettwäsche. Ja, natürlich. Ist das hier auch vermietet? Ja, auch an einen Studenten. Ein sehr netter Junge. Mach den Mund wieder zu, sonst kommen die Fliegen rein. Ich habe dich schon den ganzen Tag gesucht. Freust du dich nicht, dass ich wieder im Lande bin? Nee, lass mich los. Ach komm, lass uns mal ein Stück zusammen gehen. Wozu denn? Weil ich mich mit dir unterhalten will. Wieso haben sie dich denn schon rausgelassen? Oh, weil die gemerkt haben, dass ich ein feiner Mensch geworden bin. Aha. Was machst du jetzt? Wir. Wieso wir? Wir machen wieder zusammen. Nee. Nee, ohne mich. Du spinnst wohl. Nee, im Gegenteil. Ich mach Schluss. In 3 Tagen mache ich den Laden dicht und dann möchte ich mindestens 2 Jahre lang keinen Schwanz mehr sehen. Und deinen am allerwenigsten. Vizi, oh! Komm. Du passt nicht in diese Gegend hier. Du bist was Besseres. Du kannst mich doch jetzt nicht im Stich lassen. Ich habe noch niemanden im Stich gelassen. Aber manchmal muss man ja auch auf sich selber aufpassen. Ich bring dich ganz groß raus. Und in ein paar Jahren haben wir ein Vermögen zusammen. Was ich zusammen habe, reicht mir. So? Was hast du denn zusammen? Das geht doch dich nichts an. Und jetzt verschwinde. Hau ab! Ja, ja. Jetzt hau endlich ab! Ja, okay. Ich gehe ja schon. Haben Sie mir nicht neulich gesagt, Sie suchen ein vernünftiges Zimmer? Ja, ist aber gar nicht so einfach. Ich glaube, ich habe eins für Sie. Ja? Reiner Zufall. Wir reden morgen drüber. Das wäre prima. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Tag, Herr Kollege. Ich habe gehört, Sie verlassen uns. Abwarten. Noch ist es nicht so weit. Ach, Sie sind's. Bitte kommen Sie gleich rein. Was wollen Sie? Sie haben wohl noch keine Zeitung gelesen. Doch. Über Ihre Vorstrafen stand nichts drin. Haben Sie wenigstens ein Alibi? Nein. Kommen Sie deswegen zu mir? Ich weiß nicht, ob ich das witzig finden soll, Herr Professor. Ich war mit Mizi befreundet. Herzliches Beileid. Anscheinend verstehen Sie mich nicht. Aber ich werde es Ihnen erklären. Langsam. Zum Mitschreiben. Ich war mit Mizi befreundet. Ich habe sie nicht umgebracht. Bestimmt nicht. Aber Mizi hatte eine Menge Ersparnisse. Und spätestens heute Mittag ist die Polizei bei mir. Wie soll ich ihr erklären, wo mein plötzlicher Reichtum stammt? Die neuen Klamotten, die neue Wohnung. Ich kann gar nicht anders. Ich musste Ihnen sagen, dass ich das Geld von Ihnen habe. Sie sind wahnsinnig. Was soll ich denn sonst sagen? Dass ich es auf der Straße gefunden habe oder am Lotto gewonnen? Psst. Gratuliere, Herr Ziegenhals. Dann zeigen Sie uns mal einen Lottoschein. Kapiert, Herr Professor? Kapiert. Wer ist denn drin? Ein Student. Ja, wieso kann ich da nicht reingehen? Das würde ich lieber nicht tun. Ich habe Ihnen eine Version anzubieten. Ich, Bernd Ziegenhals, habe früher bei Ihnen studiert. Das ist nachprüfbar. Neulich haben Sie mich wieder getroffen und waren erschüttert.
Dieser Ziegenhals, haben Sie sich gesagt, das ist doch ein heller Junge. Das wäre doch traurig, wenn aus dem nichts wird, hm? Darum haben Sie mir erst mal Geld geborgt. Na, weil ein politisch so verantwortungsbewusster Mensch in Ihrer Position doch nicht zulassen kann, dass ein vielversprechender junger Mann als Obersekretär bei der städtischen Friedhofsverwaltung landet. Ist das klar bis hierher? Sie sind wirklich vielversprechend. Und außerdem kriege ich von Ihnen monatlich Honorare für das Material, das ich Ihnen liefere. Weil Sie wieder in einem Buch schreiben. Sagen wir, Kriminalität als gesellschaftliches Phänomen. Das heißt, ich bin ab jetzt Ihr, quasi Ihr Privatsekretär. Crescit animus, quoties cöpti magnitudinem attendit. In Latein sind Sie mir voraus, da kann ich leider nicht folgen. Es wächst der Mut mit jedem Blick auf das Unternehmensgröße. Gemeinsam, Herr Kolschek, könnten wir was auf die Beine stellen. Sie mit Ihren Beziehungen und ich... Ich glaube, es ist besser, Sie gehen jetzt. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie können jetzt reingehen, Fräulein Kolschek. Weißt du schon, wann du zurückkommst? Du kannst es dir ausrechnen. 2 Vorträge. Einer in Warren Hall, einer in Berkeley. Also ich verstehe nicht, warum das alles so plötzlich geht. Du kannst dir doch die Vorträge nicht einfach aus dem Ärmel schütteln. Offenbar glaubst du, ich müsste mit jedem Vortrag 3 Monate schwanger gehen. Und was ist mit deinen Vorlesungen? Lässt du es dir einfach ausfallen? Ja, bitte? Kriminalpolizei, Rano. Ich hätte Sie gern gesprochen. Hallo, sind Sie noch da? Nein, ich bin inzwischen geflohen. Kommen Sie rein. Herr Professor. Nein, bitte. Tut mir leid, dass ich jetzt noch stören muss. Macht nichts. Wollen Sie ablegen? Ja, gern. Darf ich? Dankeschön. Ja, gehen wir nach oben in mein Arbeitszimmer. Ja, gut. Darf ich vorgehen? Ja. Bitte. Danke. Darf ich Ihnen einen Cognac anbieten? Danke. Ich bin im Dienst. Sie wissen ja, Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps. Bitte nehmen Sie noch Platz. Danke. Gestern Nacht wurde eine Prostituierte ermordet. Marianne Ilo, Berufsname Mizi. Das habe ich in der Zeitung gelesen. Sie kannten die Dame? Ja. Aha. Wir haben hier einen Hinweis, dass sie am Tag der Tat mit ihr... Entschuldigen Sie. Ich wollte nur fragen, welche Schuhe nimmst du mit? Die suche ich mir selber raus, danke. Mit ihr zusammen waren, bei ihrem Zimmer. Ja, wir arbeiten im Augenblick an einer Zuhälterstudie im Rahmen einer größeren Untersuchung. Und wir sind daran interessiert, möglichst viele Prostituierte zu interviewen. Interessant. Wie kamen Sie auf Marianne Ilo? Mein Gott. Wie kommt man schon auf Prostituierte? Hatten Sie intime Beziehungen? Für wen halten Sie mich? Die Erfahrung lehrt uns, dass... Herren aus besseren Kreisen eine gewisse Vorliebe für Mädchen aus der Gosse pflegen. Wollen Sie bitte zur Sache kommen? Sofort. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 22 und 23 Uhr? Lassen Sie mich nachdenken. Bis 10 Uhr im Mandarin in der Grollmannstraße zu Abend gegessen mit 2 Kollegen. Professor Steffens, Professor Breitbart. Dann ein kleiner Luftschnapper den Kudamm runter. Ich hatte ein paar Fragen, die mir im Kopf rumgingen. Die Frage nach den funktional äquivalenten Möglichkeiten zur Integration von unqualifizierten Gastarbeitern. Präzise genug? Sehr. Hatten Sie an diesem Tag Kontakt mit Herrn Ziegenhals? Nein, warum?
Es wäre möglich gewesen. Er sagte, Sie seien sein Mäzen. Mäzen ist ein bisschen übertrieben. Finden Sie? Ich halte ihn für einen begabten Jungen. So begabt, dass er von heute auf morgen gelernt hat, wie man im Geld schwimmt. Er arbeitet für mich als, ja, Sekretär, wenn Sie so wollen. Ich habe ihm vorige Woche ein Darlehen gegeben. Ah, ein Darlehen? Wie viel? 10.000. Wie viel verdient man denn heutzutage als Professor? Auch ein Professor erbt ab und zu. Und einen Teil solcher Erbschaft haben Sie abgezweigt. Edel von Ihnen. Ziegenhals war früher bei meinen Übungen. Eine Zeit lang hat er den Boden unter den Füßen verloren. Wussten Sie übrigens, dass Ihr Name in Mizis Notizbuch steht? Mit einer Eintragung von gestern, 22.30 Uhr. Stimmt, ich war mit ihr verabredet. Am Schlesischen Tor, sie kam nicht. Und weswegen waren Sie mit ihr verabredet? Ich sagte doch schon. Ja, natürlich, diese Zuhälterstudie. Aber warum plötzlich am Schlesischen Tor? Warum nicht in Ihrer Wohnung? Ist das so schwer zu verstehen? Für mich, ja. Ich habe eine Stellung. Ich habe gewisse Rücksichten zu nehmen. Also doch. Diese Bemerkung entspricht Ihrem Geschmack, nicht meinem. Ich teile Ihren Geschmack durchaus, Herr Professor. Marianne Ilo sah selbst als Leiche noch sehr attraktiv aus. So, das wär's dann eigentlich. Ach nein, da ist noch etwas. Sie wollen verreisen? Ja, nach Amerika, oder ist das verboten? Keineswegs, nur der Anzug, den Sie da anhaben, ist das derselbe, den Sie gestern getragen haben? Nein, warum? Ich muss Sie nämlich bitten, den Anzug von gestern ins Präsidium zu schicken. Wir müssen ihn untersuchen auf Sperma und Speichel. Reine Routine. Bitte tun Sie mir einen Gefallen. Seien Sie unbesorgt, Ihre Frau erfährt nichts davon. Sie sind auch so nett und machen eine Handbewegung. Ja. So, dann welche Schreiber würden Sie gerne? Das Grüne, wenn Sie das Grüne. Wer war denn das? Ach, irgendein Journalist, der will was über die Mission der Soziologie schreiben. Ich sehe schon, eines Tages wird es nicht nur Kommunisten und Maoisten und Faschisten, sondern auch noch Kolschikisten geben. Vielleicht behalten sie dich gleich in Amerika und du wirst Ghostwriter im Weißen Haus. Ach, übrigens, Liebling, da fällt mir ein, ich möchte den blauen Anzug mitnehmen. Den du gestern anhattest? Ja, den von gestern. Na, sprechen Sie es doch aus. Sie meinen, ich hatte einen Auftrag von Kolschik. Möglich. Warum sollte Kolschik... Professor Kolschik. Was hätte Professor Kolschik für ein Interesse, ein armes Schwein wie Mizi aus der Welt zu schaffen? Er ist verheiratet. Hat eine Stellung, hat gewisse Rücksichten zu nehmen. Angenommen, er wurde von Mizi erpresst. Erpresser leben nicht lange. Mizi? Sie glauben, dass Mizi? Mizi soll Kolschik er... Jeder, der Mizi gekannt hat, wird Ihnen sagen, dass sie gar nicht der Typ ist. Dafür war sie viel zu dusselig. Wenn man jemanden erpressen will, dann braucht man dazu Verstand und vor allem gute Nerven. Das wissen Sie genauso gut wie... Sprechen Sie weiter. Ich habe Ihnen alles gesagt. Sie haben mir noch nicht gesagt, warum Professor Kolschik Sie so über alle Maßen in sein Herz geschlossen hat. Sie können ihn ja fragen, wenn er aus Amerika zurückkommt. Hat er gesagt, er sei nach Amerika? Interessant. Wollen Sie sagen, dass er nicht nach Amerika ist? Das müssen Sie doch am besten wissen. Sie sind doch sein Sekretär. Oder irre ich mich da? Sie können gehen. Gute Nacht, Herr Ziegenhals. Das ist ein Trick von dir, du Hund. Du bist nicht nach Amerika. Thank you.
Kolczek? Kann ich Professor Kolczek sprechen? Ja, wer sind Sie denn? Können Sie mir nicht sagen, wo er ist? Es ist dringend. Es tut mir leid, wenn Sie keine Namen nennen. Herr Ziegenhals! Herr Ziegenhals! Herr Ziegenhals! Um Gottes Willen. Ach Gott, Herr Ziegenhals! Mein Gott, mein Gott! Herr Ziegenhals! Herr Ziegenhals! Was ist denn los? Oh. Es ist 3 Uhr nachmittags und Sie werden am Telefon verlangt. Na, kommen Sie, kommen Sie. So. Ziehen Sie sich mal was an. Es war ein Herr am Apparat. Ich habe nicht verstanden, wer es ist. Um Gottes Willen, Herr Ziegenhals! Was haben Sie denn? Das ist doch Herr Kronert, mein neuer Untermieter. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Sagen Sie, haben wir uns nicht gestern schon gesehen? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Haben Sie Nervenkranke in der Familie? Nicht, dass ich wüsste. Hatten Sie Aufregungen in der letzten Zeit? Ich meine, mehr als üblich? Nein. Sie haben eine Funktionsstörung im vegetativen System. Die Reizschwelle in der Formatio reticularis liegt zu niedrig. Was heißt denn das? Das heißt, Sie sind überempfindlich. Sie reagieren auf jeden Bagatellreiz mit außerordentlicher Heftigkeit. Ich verschreibe Ihnen zunächst mal ein Beruhigungsmittel. Herr Cornelius Bischoff, eingetroffen aus New York, wird zum Informationsschalter der Pan American gebeten. Dann ist da noch ein Paket abgegeben worden. Von einem Herrn Rando. Soll ich es aufmachen? Nein, lassen Sie mal. Gut, dass Sie kommen. Ich komme von der Bank, Herr Kolczek. Die Überweisung fehlt. Ganz recht. Das hat auch seinen besonderen Grund. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich, der unterzeichnete Charles Emery, erkläre hiermit, dass die Arbeit Social Changes in Patton's Landing nicht von mir stammt, sondern von Rüdiger Kolczek angefertigt wurde. Bitte, wenn Sie selber sehen wollen. Es war genau umgekehrt. Ich habe damals die Arbeit für Emery geschrieben. Habe also praktisch meine eigene Arbeit übersetzt. Das verstehe ich nicht. Ich stehe vor Aufgaben, Herr Ziegenhals, die es nicht zulassen, dass auch nur der Schatten eines Verdachtes auf mich fällt. Ich kannte Sie nicht. Woher soll ich wissen, wie Sie reagieren? So wie ich Sie jetzt kenne, hätten Sie doch die Trommel gerührt und Wind gemacht. Wie hätte ich da ohne diese eidesstattliche Erklärung je beweisen sollen, dass Ihre Behauptungen grundlos sind? Das heißt, dass Sie mich jetzt anzeigen wollen? Ich schenke Ihnen die Anzeige, ich will kein Aufsehen. Und das Geld, das ich schon gekriegt habe? Können Sie von mir aus verfressen, vielleicht ersticken Sie daran. So, jetzt raus. Morgen, Herr Ziegenhals. Hast du den Bullen gesehen? Ja, warum stört er dich? Der glaubt immer noch, ich war's. Ach, Quatsch.
Die verdächtigen doch jeden. Mich haben sie auch schon auf dem Kieker. Alles, was ich anpacke, ist scheiße. Ja, das kenne ich. Das Irrsinn ist nur, die Scheiße gewöhnt sich an einen. Die sagt sich, das ist wirklich ein feiner Kumpel. Der stinkt genauso wie ich. Na, siehste? Und so bin ich 70 geworden. Beschissene 70. Scheiß Kerl. Mach dir doch nicht draus. Wenn es wirklich brenzlig wird, besorge ich dir ein piekfeines Alibi. Ich kenne jemanden, der unterschreibt für einen Sechser jeden Fisch. Ich komme auch so zurecht. Wer war da, Herr? Duke-Universität in Durham. Ich? Ja. Ja. Gut, danke. Welche Kabine? War das Ihre Voranmeldung für Mr. Emery? Ja. Die Vermittlung sagt, es gibt keinen Mr. Emery. Mr. Charles Emery. Mr. Charles Emery sagt, die Vermittlung ist vor einem Jahr gestorben. Amen. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der Erste, der Tote dazu gebracht hat, Erklärungen abzugeben. Haben Sie Mr. Emery wenigstens ein paar Blumen aufs Grab gelegt? Schön. Reden wir miteinander. Steigen Sie ein. Also? Vielleicht ist es besser, wenn Sie die Situation kennenlernen, in der ich mich damals befand. Ich war aus Amerika zurückgekommen. Ich studierte noch. Ich lernte meine Frau kennen. Und wir haben dann geheiratet. Zu früh. Viel zu früh. Ja. Im Sommer 51 wurde Reinhild krank. Lungenentzündung. Dann schwere TB. Ich musste so rasch wie möglich mein Studium beenden. Ich musste Geld verdienen. Reinhold musste ins Sanatorium. Schön. Ich habe Emerys Arbeit aus dem Amerikanischen übersetzt und als Dissertation abgeliefert. Sie ist nicht mal sehr gut. Heute kann ich Ihnen Doktorarbeiten dieser Art mit der linken Hand liefern. Ich will keine Doktorarbeit. Sie verstehen mich nicht. Ich möchte, dass Sie meine Situation begreifen. Und Gnade walten lassen. Verständnis und Milde für den großen Kolchik. Gestern haben Sie mich noch rausgeworfen. Heute wollen Sie, dass es mir die Tränen in die Augen treibt. Wir sollten unsere Abmachung erneuern, Herr Kolchik. Sie sollten monatlich 500 zulegen. Wie weit wollen Sie das eigentlich treiben? Thank you.
Es gibt ja in Berlin genügend Leute, die für weniger Geld, als ich ihnen zahlen muss, so ziemlich alles tun. Ich habe mich inzwischen darauf eingerichtet, Herr Professor. Sie schaffen mich nicht. Sie nicht. Wiedersehen, Herr Professor. Wir kommen nun zu... Wir wollen uns nun den theoretischen Grundlagen der amerikanischen Gewerkschaften zuwenden. Den Grundlagen und Leitsätzen, die Sie hervorgebracht, also die Sie entwickelt haben. Wohlhabender Unternehmerindividualismus, der Unternehmerindividualismus und die gleichzeitige Laissez-faire-Haltung der Regierung zwischen Bürgerkrieg und New Deal, oftmals in eine bedauernswerte... den Arbeiter oftmals in eine bedauernswerte Lage gebracht. Das Zimmer. Prima. Vielen Dank übrigens nochmal. Wie war dir? Nett? Sehr nett sogar. Manchmal wird es mir echt zu viel. Wieso? Na, nächste Woche fährt es erstmal weg. Was willst du da? Für 2 Wochen in die DDR. Dann bin ich allein mit diesem Verrückten im Haus. Was für ein Verrückter? Der andere Untermieter. Ziegenhals. Ziegenhals? Ja, Bernd Ziegenhals. Wieso? Kennen Sie ihn? Ja, ich glaube. Ich hatte mal einen Ziegenhals im Seminar. Begabter Junge. Bisschen gefährdet. Das kann man wohl sagen. Ein ziemlich kaputter Typ. Und er säuft, nimmt jede Menge Pillen und rennt dauernd zum Arzt. Irgendwann dreht er mal durch. Das tut mir leid. Naja, sein Problem. Sagen Sie, hat Ginny schon mit Ihnen geredet? Worüber? Ich fahre nächste Woche für ein paar Tage nach Kopenhagen. Ich wollte Sie gerne einladen, mitzukommen. Darüber sprechen Sie am besten mit meiner Frau. Die hat da mehr zu sagen. Hat er einen vernünftigen Arzt? Ziegenhals? Ja. Gleich bei uns um die Ecke. Dr. Sievers. So, wollen wir mal sehen. $130 to $90. Also kein Grund zur Aufregung. Haben Sie spezielle Beschwerden? Was verstehen Sie unter speziell? Na, außer diesen Ermüdungserscheinungen. Hin und wieder, ja, im Darmbereich. Schmerzen? Ja, krampfartig. Wollen Sie sich mal da hinlegen? Lassen Sie die Hose bitte mal etwas runter. Danke. Und jetzt mal ganz locker. Schmerzt das? Nein. Das? Nein. Sie können sich wieder anziehen. Tja, dann machen wir erst mal eine Blutuntersuchung, nüchtern. Wann passt es Ihnen? Morgen um 8? Um 10 habe ich Vorlesung. Ja, geht. Na gut. Morgen, gleich nach dem Aufstehen, nehmen Sie bitte 2 von diesen Pillen. Was ist das? Das sind Desmoid-Pillen zur Magenfunktionsprüfung. Sie zersetzen sich ziemlich rasch. Und an der Geschwindigkeit, mit der Sie sich zersetzen, stellen wir den Säuregehalt des Magens fest. Fortschrittlich, fortschrittlich. Die Medizin kann ja schlecht hinter der Soziologie zurückstehen. Übrigens, wenn Sie pinkeln, wundern Sie sich nicht. Der Urin wird nämlich grün aussehen. Auch was Feines. Dr. Sievers? Ziegenhals hier. Sagen Sie bitte die Tabletten, die Sie mir geschickt haben. Sie haben mir keine Tabletten geschickt? Und Ihre Assistentin? Sie verschicken grundsätzlich keine Tabletten? Ach ja, entschuldigen Sie, dann ist das sicher ein Irrtum. Wiederhören.
Professor Kolschik, bitte. Es ist dringend. Wann kommt dann wieder? Dann sagen Sie ihm bitte... Nein, sagen Sie besser nichts. Was hast du hier zu suchen, Scheißkerl? Raus mit der Sprache! Nach Streichhölzern gesucht! Nach Streichhölzern! Und was hast du noch gesucht? Komm, 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 mach den Mund auf! Los, raus mit der Sprache! Was hast du hier gesucht? Aber, was ist denn los mit dir? In meinem Haus wird nicht gerauft. Hier herrscht Ruhe und Ordnung, wenn ich bitten darf. Hier, das ist für Sie abgegeben worden. Na, sowas. Die ganzen Flaschen sind kaputt, Herr Ziegenhals. Ich verstehe das gar nicht. Aber was ist denn das schon wieder? Um Gottes Willen, schmeißen Sie das weg! Sie sollen das wegschmeißen! Ja, warum? Geben Sie her! Zeig mal her! Lass doch! Haut ab! Ihr seid abhauen! Lass es weg! Lass es fallen! Lass es fallen! Was passiert? Jetzt mach ich dich fertig, du Hund. Wenn das mein Alter sieht, der fällt in Ohnmacht. Das seien Sie doch froh, dann meckert er wenigstens nicht. Entschuldigen Sie, ich habe gerade an etwas gedacht und habe gar nicht gemerkt. Wahrscheinlich ist das auch meine Schuld. Ich hätte nicht so scharf bremsen dürfen. Ja, aber Schuld hat immer der, der draufknallt. Ach, Scheiße. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen Vorschlag. Ja? Da vorne ist ein duftes Café. Da besprechen wir alles in Ruhe, ja? Mein Gott, bin ich froh, dass Sie kein Theater machen. Ach, was? Guten Morgen. Morgen. Warst du schon wach? Ja. Wie fühlst du dich? Gut. Weißt du was? Ich hätte heute Abend Lust, mal wieder ins Theater zu gehen. Kannst du ja machen. Wir könnten nachher zusammen essen gehen. Hm? Tut mir leid. Ich habe zu arbeiten. Hast du nicht einen Abend mal? Ich hab dir doch gesagt, ich hab zu arbeiten. Schade. Schade, dass du in letzter Zeit so anders bist. Was heißt anders? Du trinkst, du fantasierst jede Nacht. Du siehst schlecht aus. Du solltest mal zum Arzt gehen. Morgen, Herr Professor. Was wollen Sie? Nichts Besonderes. Ich hol Ginny ab. Bin schon fertig. Morgen, Paps. Das ist Bernd. Bernd Ziegenhals. Der berühmte Kolschik. Komm, wir müssen. Augenblick, Herr Ziegenhals.
Ich möchte mit Ihnen reden. Jeannie? Da ist ja die Familie komplett. Das ist meine Mutter. Morgen, gnädige Frau. Morgen. Ich heiße Bernd Ziegenhals. Ah ja, Jeannie hat mir von Ihnen erzählt. Herr Ziegenhals. Lassen Sie die Finger von meiner Tochter. Davon steht nichts in unserer Abmachung. Dann werden wir es reinschreiben, und zwar sofort. Das wird leider nicht möglich sein, Herr Kolschick. Die Tabletten, die Sie mir geschickt haben, die haben mich nämlich so richtig geil gemacht. Seit ich grün gepinkelt habe, stehe ich nur noch auf Mädchen wie Ginny. Sie entschuldigen, Ginny wartet.
Machen Sie Ihre Fenster auf und drehen Sie das Gas ab. Das Gas nebenan. Schnell, beeilen Sie sich. Was ist damit? Hm? Na, ich denke, du liebst Blumen. Sind eben gekommen. Wieso? Wer soll mir denn Blumen schicken? Na, die sind doch nicht für dich, sondern für mich. Ich dachte, der Anblick macht dir Freude. Hat mindestens 50 Mark gekostet. Und so die Katzerjunge ja auch nicht. Kronath nagt ja nicht am Hungertuch. Die sind nicht von Kronath. Fehlt nur noch, dass du sagst, sie sind von Ziegenhals. Natürlich sind sie von den Ziegenhals. Was soll ich daran natürlich finden? Also ich weiß nicht, was du gegen den Jungen hast. Ich finde es sympathisch. Unsere Tochter darf ja wohl etwas höhere Ansprüche stellen. Der Junge ist nichts und hat nichts. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, da warst du auch nichts. Und wir hatten zusammen weniger als er. Das waren, weiß Gott, andere Zeiten. Jennifer knallt sich nicht so leicht. An dem Jungen muss irgendwas dran sein. Das kann ich ja wohl noch besser beurteilen. Nimm die Blumen weg. Also vor einer Woche hast du noch in den höchsten Tönen von ihm geredet. Einer deiner besten Studenten. Was willst du eigentlich? Das 19. Jahrhundert zurückholen? Dich einer jungen Liebe entgegenstellen? Bitte verschone mich mit solchen Gemeinplätzen. Nimm die Blumen weg. Du bist unausstehlich. Schon gegessen? Ja, danke. Ist Ginny da? Ja, ich weiß nicht. Sie hat gesagt, dass sie vielleicht noch mal weggeht. Wer geht? Wohin? Mit dem Herrn Ziegenhals, glaube ich. Was ist denn los? Ich... Nichts. Wollte nur sehen, ob es meine Tochter noch gibt. Was liest du denn da? Naja, was wird Kolschiks Tochter schon lesen? Dein Buch. Und was sagt Kolschiks Tochter dazu? Einiges ist ganz gut, aber manches könnte man besser machen. Das nächste Mal mache ich es besser. Bestimmt. Schön besoffen, ich rede dir hoch an, du bist ein Freund.
Barfreund, jetzt gib sie ihm auf. Komm her, hier. Scheißding. Geht ja nicht. Ja, was? Muss doch gehen, Mensch. Setz den Wagen. Ja, gefahren wird hier, sag ich hier. Nee. Denk an deinen Führerschein. Ich hole nur Streichhölzer. Scheißding. Komm jetzt. Erzähl es, ey. Muss doch gehen. So. Wo sagen Sie? Ja, ich weiß, wo das ist. Ich komme gleich. Wie lange bleibst du weg? Eine Stunde vielleicht. Danach tut mir sowieso alles weh. Okay, ich gehe so lange spazieren. Reiten gelernt, könntest du mitkommen. Pass auf, dass du nicht vom Pferd fällst. Tschüss. 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 Wo ist Jenny? Sie haben mich angelogen. Jenny ist nicht gestürzt. Dass Sie eine Tochter haben. Von Ihnen heißt Ohlsdorf. Ohlsdorf. Das ist meine Tatsächlichkeit. Wer ist er? Das ist mein Zeuge. Trinken Sie noch einen? Ja, nochmal dasselbe, wa? Drei Bier, drei Klare, bitte. Kommt.
Sie wollen mir also einen Tipp verkaufen, wie ich eine Bank knacken kann? Umgekehrt. Also Sie wollen von mir einen Tipp? Genau. Sie wissen, wer ich bin? Ja, das habe ich vergessen. Mordfall Marianne Ilo. Ja. IC. Dummerweise stehe ich noch immer auf der Liste der Verdächtigen. Dummerweise? Dabei bin ich sicher, dass man den Namen des Mörders hier kennt, aber keiner macht den Mund auf. Moment mal, Moment mal. Sie glauben, wir kennen den Mörder? Einer kennt ihn bestimmt. Und wer sollte das sein? Ziegenherz. Zicke? Ja. Hat er Ihnen das gesagt? Nein, der hat nichts gesagt. Vielleicht hat er selber Dreck am Stecken, ne? Wenn er den Namen des Mörders nennt, wird er für alles, was er früher mal verbockt hat, amnestiert. Wer sagt das? Kommissar Rano. Naja, ja. Wenn das so ist, dann wird er ja bald singen, ne? Dann wäre es ja nicht sehr kulant von mir, wenn ich ihm da vorgreife. Ich kann nicht so lange warten, bis es ihm einfällt, zur Polizei zu gehen. Ich würde mir den Tipp auch was kosten lassen. Das ist mir zu gefährlich. Ich meine, wenn Ihnen das Wort ein Begriff ist. 1000. Na, so ein Witz, aber kein Angebot. 2000. Von mir aus 2,5. Tut mir leid. Haben wir leider mit Zitronen gehandelt. Wenn ich Ihnen noch einen guten Rat geben darf, kratzen Sie hier schnell die Kurve. Ist nämlich nicht gut, wenn man rauskriegt, dass Sie hier rumspionieren. Schönen Dank auch fürs Bier. Was hast du ihm gesagt? Nichts. Du kannst es mir glauben. Radrögnitz, der war die ganze Zeit dabei. Lass los, Brötzel. Ich bin doch dein Freund. Du, ich sag dir alles. Ich sag dir genau, wie es war. Na los, dann erzähl. Ich sag dir auch noch was. Ziegenhals, der weiß was. Na, was ist, Opa? Ich habe einen Schrei gehört und da dachte ich, wenn jemand schreit... So, du hast einen Schrei gehört? Ja. Und was hast du sonst noch gehört? Nichts, gar nichts. So, und wenn ich jetzt zudrücke, ganz langsam und genussvoll zudrücke, was sagst du dann? Ich wünsche mir zur Himmelfahrt ein kühles Pilz von Engelhardt. Was guckst du denn so? Suchst du jemanden? Da läuft die ganze Zeit jemand hinter uns her. Ich sehe keinen. Der steckt sich gerade hinterm Schaukasten. Das war er. Kennst du den? Ja. Ein alter Schulfreund von mir. Entsetzliche Nervensäge. Pumpt mich ständig an. Von dem träume ich schon. Komm, wir nehmen uns ein Taxi. Willst du nicht noch mit hochkommen? Mm-mm. Die kleine Ginny geht jetzt ganz schnell nach Hause und schreibt ihr Referat zu Ende. Weißt du eigentlich, dass du ein ganz unterentwickeltes Sexualleben hast? Du spinnst. Tschüss. Hallo. Was willst du denn hier? Steig ein. Was soll denn der Quatsch? Halt's Maul, steig ein! So eine Meise, was? Rutsch durch!
Und jetzt? Fahren wir ein Stückchen spazieren. Hör zu, Kalle, wir waren doch immer gute Freunde. Ich hab dir immer geholfen. Ja, beim Kassieren, als ich im Knast saß. Und jetzt machst du hier die große Fettleber, aber nicht mehr lange, mein Junge. Jetzt bin ich dran. Was willst du eigentlich von mir? Die Bullen wollen mir den Mord an Mizi in die Schuhe schieben. Na und, war's das? Es geht dich in Scheißdreck an. Bleib sitzen, sonst knallt's. Wo willst du eigentlich hin? Ins Grüne, oder denkst du, ich knall dich hier ab? Was hast du davon, wenn du mich umlegst? Genuss. Ich bin Genussmensch. Außerdem weißt du eine ganze Menge von mir. Jetzt habe ich doch mal die Schnauze gehalten. Du ja. Aber dein Schwiegervater, der bringt da Unruhe rein. Kolchik? Wer sonst? Rennt durch die Gegend und sagt, du hast Beweise gegen mich. Aber das ist doch Quatsch, Kalle. Ich habe keine Ahnung. Warum soll er Quatsch reden? Schließlich ist er Professor. Schöne Gegend, hm? Aber denk doch mal nach, Mensch. Wenn ich was gewusst hätte, hätte ich doch längst zur Polizei gehen können. Sing das deiner Großmutter vor. Ich habe keine Beweise gegen dich, Kalle. Und ich glaube auch nicht, dass du Mizi auf dem Gewissen hast. Du kannst doch gar nicht der Mörder sein. Du wolltest doch von dem Geld leben, das sie anschafft. Quatsch dich ruhig aus. Schön ruhig. Komm rein! Hilfe! Komm rein! Hilfe! 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 Einkommen! Hilfe! Hilfe! Ich glaub gar nicht, dass dir das was hilft. Dumme Sau! Sitzen, selbst schuld. Bleib ja sitzen. Scheiße! Na, setzen Sie sich doch. Dankeschön. Darf ich mir eine anstecken, Herr Kommissar? Aber ja. Danke. Na, was haben Sie auf dem Kerbholz? Ich hab nichts auf dem Kerbholz. Ich hab was auf dem Herzen. Es dreht sich nämlich um den Ziegenhals, Herr Kommissar. Ich mach mir Sorgen um den Jungen. Dass er überlebt, stehen 1 zu 100. Kann ich mir denken. Immerhin das Geständnis haben wir. Allerdings. Ja, da steht nun einmal die Behauptung von Albert Camus im Raum, dass die Auflehnung erst dem Leben seinen Sinn gibt. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob diese Feststellung nicht ein typisches Produkt der 50er Jahre ist. Auflehnung gegen Gegebenheiten, gegen die Realität, ist für den Intellektuellen doch etwas Selbstverständliches und damit gleichsam etwas Geringes. Dagegen gelassenes Hinnehmen,
widriger Umstände. Einordnung in ein vorgegebenes Muster. Verlangt das von einem geistigen Menschen nicht mehr innere Größe als Auflehnung? Ja. Anpassung verlangt vom Intellektuellen doch eine enorme Stärke, weil sie seiner ganzen Natur eben zuwiderläuft. Würden Sie das auch auf die Politik beziehen? Ja, natürlich. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Bernd, wie geht's dir denn? Die Ärzte sagen, es geht Ihnen gut. Ich hab dir was zu lesen mitgebracht. Und weißt du das Tollste? Mein Vater spendiert uns 4 Wochen Urlaub auf Sylt. Ich hoffe, Sie mögen Sylt. Nun sag doch endlich was. Einverstanden. Wenn Sie doch irgendwas brauchen. Ich komme morgen wieder vorbei. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tag, mein Junge. Tag. Na, wie geht's dir denn? Es geht. Hier, ich hab dir etwas mitgebracht, damit du bald wieder auf die Beine kommst. Gib mir mal einen Spiegel. Ich hab keinen Spiegel. Unten in der Tasche. Was willst du denn sehen? Ist doch gar nicht so schlimm. Ich will nur sehen, wie man aussieht, wenn man gewonnen hat. Bist du nachdenklich? Wie fühlst du dich? Gut. Wirklich? Ja, gut. Wo bleibt er denn, Mensch? Wir sind doch schon auf Sendung. Schnell, ein Arzt! Ein Arzt! Warum? Was ist denn los? Wo bleibt er denn? Was ist? Wir holen schon einen Arzt. Der Befund kam gestern. Mein Verdacht hat sich leider bestätigt. Wir müssen der Krankheit ins Auge sehen. Und sprechen Sie es schon aus? Der Darm. Sagen Sie schon, dass es Krebs ist? Ja. Hallo. Nehmen Sie den noch mit? Ja, natürlich. Warten Sie mal. Danke. Bitte. Wissen Sie, ich habe die Bekanntschaft zwischen Ihnen und Ginny immer sehr gern gesehen. Ich kenne Ginny recht gut und ich meine, Sie sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Ich hasse Gemeinplätze, aber in einem solchen Fall wirft man die Flinte nicht gleich ins Korn.
Was haben Sie jetzt vor? Ich warte erstmal das Mündliche ab und dann mal sehen. Ich habe 2, 3 Angebote. Ein sehr gutes aus Düsseldorf. Und Sie? Klappt das mit Ihrer Karriere in Bonn? Ja, leider. Wieso leider? Ich habe mich nie drum gerissen. Es hat mich überrollt, gewissermaßen. Geht Jenny mit nach Bonn? Nein, sie wird hierbleiben. Ich gebe das Haus auf. Ich suche eine passende Wohnung für sie. Nicht zu groß, damit sie dich überschnappt. Vielleicht hier oben. Ich bin gleich wieder da. Es dauert nicht lange. Tag, Bernd. Ach, Tag. Du, das ist aber nett, dass du gekommen bist. Ich habe mich schon umgesehen. Die Wohnung ist prima. Pass mal auf. Das ist das Wohnzimmer. Sitzecke? Fernseher. Hier kommt mein Schreibtisch hin. Essecke. Und drüber dann die Ahnengalerie der Koltschiks. Mit dem Ehrensäbel vom Urgroßvater. Guck dir mal einen Blick an. Ist das nicht herrlich? Bäume, Rasen, den ganzen Tag Sonne. Ist doch schön, nicht? Tja. Essecke. Hm, hier. Fernseher? Da. Sitzecke ist hier, ne? Nee, hier. Egal, da wird ohnehin nichts draus. Wieso? Gefällt sie dir nicht oder ist sie dir zu teuer oder? Weder noch. Was denn? Du und Ginny, ihr werdet hier nicht einziehen. Ja, aber ich denke. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Ich bin krank. Todkrank. Unheilbar krank. Ich habe also nicht mehr viel zu verlieren. Drücke ich mich nicht klar genug aus? Ich will sagen, es sieht alles ganz anders aus, wenn man weiß, dass der Docht ausgeht. Dein Pech. Das ist doch nur wieder einer von deinen billigen, miesen Tricks. Gib's zu, dass es nur ein Trick ist. Ich kenn dich doch. Du kannst Dr. Sievers fragen. Er hat mir einen künstlichen Darmausgang vorgeschlagen. Ich habe abgelehnt. Kein Trick. Künstlicher Ausgang? Ja. Ja. Aber das ist doch immer noch besser als abkratzen. Es gibt Hunderte, die leben im künstlichen Ausgang und fressen und freuen sich. Außerdem Dr. Sievers. Das ist doch ein ganz beschissener praktischer Arzt. Vielleicht ist auch der Befund falsch. Und dann ist Krebs doch schon längst nicht mehr das, was es früher war. Ich habe gerade neulich in der Zeitung gelesen, dass man auch in schweren Fällen nicht aufgeben soll. Irgendwo gibt es immer noch eine Möglichkeit. Da kann man doch nicht einfach sagen, ich will nicht mehr. Das muss man doch noch gründlich überlegen. Man kann doch nicht den Krempel einfach hinschmeißen. Leck mich am Arsch, adieu, auf Wiedersehen. Seht zu, wie er dann zurechtkommt. Ausgerechnet jetzt, ausgerechnet. Hör zu, ich mach den Vorschlag. Koltschik. 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 Koltschik, wo sind Sie denn? Koltschik. Koltschik. Mm-hmm.
Schwein.